Damen und Herren, liebe Politiker, Top-Manager, Forscher und Unternehmer, liebe Kollegen aus dem Medienbetrieb, liebe Gipfelstürmer, herzlich willkommen Ihnen allen hier im Saal und an den Bildschirmen draußen zum Ludwig-Erhard-Gipfel 2023. Normalerweise würde ich Hurra rufen. Wäre da nicht die Zeitenwende, die unser Kanzler ausgerufen hat? Er meinte den Überfallskrieg Putins und dass nun die friedliche Epoche einer ganzen Generation zu Ende geht. Wir gewissermaßen alle wieder in Militärkategorien denken lernen müssen. Der Begriff Zeitenwende ist eingängig und viel zitiert. Und doch ist er unscharf und wirft Fragen auf. Wohin wendet sich denn die Zeit? Ist es wirklich plötzlich alles anders, wie das schon in der Pandemie behauptet wurde, aber nachher eigentlich gar nicht so anders geworden ist? Auch heute Morgen haben wir uns wieder hundertfach die Hände geschüttelt. Es ist auch kein echter historischer Bruch, wie Weiland nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch des Sozialismus. Mich erinnert unsere heutige Zeitenwende mehr an 9/11 vor 20 Jahren. Damals, im Jahr 2001, dachten auch alle, die Welt gerate aus den Fugen und große Kulturkrisen brechen nun an. Aber bei genauem Hinsehen wurde die eigentliche Zäsur der Zeit etwas anderes. Dieses berühmte, preisgekrönte Bild von Thomas Höpker bringt es gut ins Bild. Das Nebeneinander von Widersprüchlichem. Hier vorne noch das Idyll einer Freundesgruppe. Dahinter die historische Katastrophe. Dieser eigentümliche Bruch in den Dingen und Zusammenhängen, das ist es, was unsere Zeit prägt und auch die jetzige Situation in Europa. So könnte ich Sie heute wahrhaftig herzlich willkommen heißen im Land der Heiterkeit. Die Bayern nennen das Fleckchen Erde hier am Tegernsee den Vorgarten zum Paradies. Ich könnte Sie zugleich aber auch in der Hölle begrüßen, denn auch das ist wahr. Willkommen im Krieg. Ja, wir verdrängen es zusehends, aber nur eine Flugstunde entfernt tobt der Krieg, der Massenmord, das zehntausendfache Leid. Diese Aufnahme ist soeben zum World Press Foto des Jahres 2023 gewählt worden. Und es zeigt eine Hochschwangere, die mitten im Granathagel aus einem Krankenhaus getragen wird. Sie wollte neues Leben schenken. Stattdessen zermalmt beide der Tod. Wir haben gelernt, mit diesen extremen Kontrasten selbst in unserer Heimat Europa zu leben. Aber die Signatur der Kontraste ist global allenthalben da. Wir waren in diesem Jahr auf Recherchereise in Südostasien und Südamerika. Und jeder, der sich dort umschaut, sieht die Kontraste in nahezu filmischer Schärfe. Nicht nur die zwischen Reichen und Armen, vor allem die zwischen Altem und Neuem, Traditionellem und einer Moderne, die rast und immer neue Formen von Kontrasten hervorbringt. Kulturwissenschaftler nennen das die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ein Begriff der Frankfurter Schule, den Künstler und Avantgardisten und Architekten inzwischen bewusst zu einer Kulturform der retromoderne Kombination ausprägen, sodass man später vielleicht einmal sagen wird, das genau war typisch für unsere Zeit. Unser Alltag ist von diesem grotesken Nebeneinander inzwischen zutiefst geprägt. Selbst entlegene Winkel der Welt, wie hier bei den Massais, zeichnet die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen aus. Kenia ist heute T-Mobiler als Deutschland. Die Alltagszahlung mit Handy weiter verbreitet als in München. Wenn Sie solche Baukombinationen sehen oder Ihren Hightech-Beamer zu Hause in Altholz packen, dann wissen Sie, Sie sind Avantgarde dieses Megatrends. Unsere Zeit ist so eigenartig zeitengewendet, dass wir bei vielen Themen gar nicht mehr wissen, ob wir weinen, lachen oder staunen sollen. Ich finde daher,
dass unsere eigenartige Regierungskoalition perfekt in diese Zeit passt. Und umgekehrt die Zeit des Gleichzeitig-Ungleichzeitigen eigentlich Ampelzeit heißen könnte. Jedenfalls besser als Wendezeit. Rote Ampeln des Stillstands und der Probleme stehen unmittelbar neben grünampeligen Situationen, wo die Welt so richtig Gas gibt. In den letzten Jahren quälten uns einige rote Ampeln ganz besonders. 2 volle Jahre steckten wir in der Corona-Seuche. Eine globale Tragödie historischer Dimension. Beim Klimawandel sind die Probleme in vielen Regionen der Erde gewaltig und fordern unserer Generation viel ab. Bis hin zur großen Heizungsdebatte in Deutschland. Wir werden auf diesem Gipfel darüber reden, was Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren konkret heißt und wie das unsere Wirtschaft verändern wird. Doch auch fiese Monster, die fast in Vergessenheit geraten sind, tauchen plötzlich wieder auf. Die höchste Inflation seit 30 Jahren schockt uns und wird von den vielen Spitzenvertretern der Hochfinanz, die hier versammelt sind, neue Antworten abverlangen. Im Rot-Ampel-Bereich stehen auch altbekannte Diktatoren wie Kim, die ihre grausamen geopolitischen Spiele weiterspielen. Dass Kim überhaupt mit dem Bau von Atombomben drohen kann, verdankt er der schützenden Hand Chinas. Die neue Supermacht zeigt immer offener ihre Krallen. In jeder Beziehung, auch in militärischer. Und sie nutzt ihre neue Macht brutal aus. Fragen Sie doch einmal die Menschen in Hongkong, wie sich das neue China anfühlt. Von wegen ein Land, zwei Systeme. Ein Land, ein System, ein Foltergefängnis. Und die erklärte Absicht, als nächstes nun Taiwan gewaltsam ins neue Reich zu holen. Für die Welt steht damit nach der Ukraine der nächste Großkrieg bereits auf der Tagesordnung. China ist mit aller Macht offen und laut auf Kriegskurs. Hier sehen wir die tapfere Präsidentin Taiwans bei einer jüngsten Pressekonferenz, auf der sie demonstriert, dass ihre Insel wehrhaft sein wird wie die Ukraine. Tja, und was das heißen kann, sehen wir ins Gesicht geschrieben dieser verwundeten Ukrainerin. Denn es wird gestorben wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Was in der Ukraine passiert, ist Massenmord vor unseren Augen. Mehr als 100.000 Tote zählt dieser unfassbare Krieg inzwischen. Und er bedroht Europa in seiner ganzen äußeren wie inneren Verfasstheit. Darum haben wir im vergangenen Jahr den übermenschlich tapferen Widerstand gegen Putins Krieg ausgezeichnet. Unser Freiheitspreis der Medien ging vielbeachtet an Selenskyj und die weißrussische Oppositionsführerin Tichanowskaja. In diesem Jahr wollen wir das Scheinwerferlicht auf den innerrussischen Widerstand richten. Zehntausende stellen sich Putins Diktatur entgegen, oft unter Einsatz von Freiheit und Leben. Einer der prominentesten ist Garry Kasparov, Schachweltmeister und Exil-Oppositionsführer. Er wird morgen aus New York hierher zu uns anreisen, um den Preis entgegenzunehmen. Und wir werden der Welt zeigen, die russische Demokratiebewegung ist nicht alleine. Aber wer diesen Gipfel kennt, der weiß, dass in seiner DNA Grundoptimismus eingeschrieben ist. Wenn wir über die Ampelzeit reden, dann sollten wir auf die grünen Ampelzeichen auch achten. Und so freuen wir uns, dass die Pandemie wirklich vorbei ist. Selbst unser Gipfelstammgast Karl Lauterbach hat das jetzt sozusagen offiziell bestätigt. Hier sehen Sie übrigens eine Jubelfeier in Wuhan, wo alles begann und wo die Menschen vor Freude Luftballons steigen lassen. Alle reden über ChatGPT. Doch KI erobert derzeit alle möglichen Felder und wird vielen nicht nur völlig neue wirtschaftliche Chancen bieten. Auch für den Fortschritt im Leben könnte sich einiges tun. Wenn ich daran denke, wie Professor Maas auf diesem Gipfel schon frühzeitig vorausgesagt hat, dass zum Beispiel die Medizin vor einem Dammbruch neuer Möglichkeiten steht. Und auch auf dem Feld der grünen Erneuerung ist die Stimmung schlechter als die Lage.
Denn es machen sich derzeit ganze Gesellschaften und Industrien so ernsthaft auf einen nachhaltigen, umwelt- und klimafreundlichen Weg, dass am Ende wahrscheinlich die Elon Musks dieser Welt zum Klimaschutz mehr beigetragen haben werden als die Klimakleber auf deutschen Straßen. Eine grüne Ampel ist auch für Europa angegangen. So bitter der Ukraine-Krieg auch ist, so sehr hat er uns Europäer doch erkennen lassen, was wir an einem friedlichen und demokratischen Europa haben. Die EU und der Westen sind derzeit so vereint wie selten. Auch die Chance werden wir hier auf unserem Gipfel diskutieren. Denn Europa ist schon viel zu häufig totgesagt worden und überrascht die Welt doch immer wieder. Auch für die NATO gilt, diese Krise ist eine Chance. Ihr Wert wird plötzlich allseits erkannt. Wir haben den obersten Heeresgeneral und die frühere Verteidigungsministerin unter uns und sie werden uns sicher interessante Einblicke geben. Neben der Münchner Sicherheitskonferenz ist der Ludwig-Erhard-Gipfel die zweite große Bühne des großen Dialogs. Dort für Fragen der Sicherheit, hier für Fragen der Wirtschaft. Aber beide Themen verschränken sich zurzeit enorm. Übersehen sollten wir auch nicht, dass bei allem Krisentremolo der vergangenen Jahre in weiten Teilen der Welt ein historisches Wirtschaftswunder passiert. Nicht nur China, ganz Asien springt aus der Armut heraus in Mittelstandsgesellschaften. Die jüngsten Nachrichten aus Indien sind verblüffend. Indien und China erwirtschaften die Hälfte des globalen Wachstums. Und das Beste daran: Der Aufschwung erreicht die Massen und die Ärmsten. Eine Zahl verblüfft mich dabei besonders. Nach Berechnungen der UNO kommen derzeit jeden Tag 137.000 Menschen aus bitterster Armut heraus. Die Millenniumsberichte lesen sich derzeit wie kleine Sterntalergeschichten. Doch sind sie wahr. Zu den Grünampelschaltern gehört auch dieser Mann. Um es klar zu sagen, ich halte Joe Biden für einen Glücksfall für die Weltpolitik, insbesondere aber für uns Europäer. Mit Biden gewinnen wir nach dem ebenso unberechenbar wie unsympathischen Trump unseren wichtigsten Verbündeten als verlässlichen Partner zurück und etwas ganz besonders Wertvolles: Integrität. Wie gut mag der eine sagen, dem anderen ist er zu alt, dass er sich entschlossen hat, für diesen Knochenjob ein weiteres Mal kandidieren zu wollen. Last but not least will ich bei Grünampeln auf einen Fortschrittsaspekt hinweisen, der so viele Jahrzehnte so umkämpft war, aber nun einen freundlichen Durchbruch erreicht. Wir Frauen sind endlich da, wo wir hingehören, nämlich überall, wo es wichtig ist. Aber dieses Überall gilt leider nicht weltweit. Der Solidarität mit den tapferen Freiheitskämpferinnen im Iran gilt gleich unser Eröffnungsgespräch. Lassen Sie uns noch auf die gelben Ampeln blicken, denn das sind ja häufig die interessantesten, weil Bewegung verheißend. Das gilt zum Beispiel für unsere Bundesregierung, die so positiv und cool als Fortschrittskoalition gestartet ist. So cool, dass sie bei diesem Selfie sogar die Band Silbermond kopiert haben und doch derzeit eher Missklänge produzieren, sodass vom Honeymoon der neuen WG eigentlich nichts mehr geblieben ist. Vor allem zwischen Grünen und Liberalen kracht es wie bei einer zerrütteten Ehe. Und viele Kritiker halten diese Regierung für nicht so richtig schnell, entscheidungskräftig oder kraftstrotzend. Oder tut man der Ampel Unrecht? Gestartet sind die Ampelianer ja in stolzer Riege für die Fotogalerie. Übrigens mit klarer Absicht, eine Assoziation der Tatkraft zu erzeugen. Denn das hier war das Vorbild. Glorreiche Sieben. Nun ja, im Moment fühlt es sich eher so an, noch nicht so richtig auf die Schiene gebracht. Also werden wir hier den SPD-Vorsitzenden persönlich fragen, was da in Berlin wirklich los ist und vor allem, wie es weitergeht. Und auch den Bundesfinanzminister fragen wir morgen direkt, wie er seinen Haushalt nun wirklich plant, ob die Ampel hält und wie er den nationalen Heizungsrausreißer Habeck noch bremsen will.
Besonders schwierig läuft es derzeit für die Grünen. In Umfragen fallen sie seit Monaten immer tiefer. Und der eigentlich grünenfreundliche Spiegel titelt gar, eine historische Chance sei verspielt. Sie würden es vermasseln. Aber auch hier gilt, Informationen aus erster Hand sind das Beste. Ricarda Lang ist da. Wie übrigens alle Parteivorsitzenden eigens aus Berlin hierher eingeflogen kommen. Und vielleicht wird ja einer von ihnen irgendwann unser aller Kanzler. Friedrich Merz hätte laut Umfragen derzeit die besten Karten. Glauben Sie das? Glaubt er selber das? Wir werden ihn fragen. Aber auch einen fünften im Bunde, der mit einem fulminanten Wahlsieg in Bayern natürlich auch wieder K-fähig wäre. Der Ministerpräsident Bayerns wird sich Wolframs Fragen stellen. Und ich bin mal gespannt, was unser Schirmherr diesmal für Schlagzeilen macht. Letztes Jahr schaffte er es von hier bis in die New York Times. Und der Gipfel wird nach Zahl und Qualität seiner Gäste, auch nach dem Andrang der Journalisten, immer wichtiger. Gerade den immer mehr Unternehmen und Institutionen, die sich damit öffentlich engagieren, möchte ich herzlich danken und hier besonders unserem neuen Hauptpartner Flatex De Giro und seinem CEO Frank Niehage. Sie ducken sich nicht weg, sondern signalisieren hier im offenen Austausch, es ist uns nicht egal, was mit unserem Land passiert. Sie sind Brückenbauer für eine Gesellschaft der Freiheit und des offenen Wortes. Ich danke allen Unterstützern sehr, denn sie machen Dialog möglich in Zeiten der Polarisierung. Und auch unseren Kollegen der Weimar Media Group möchte ich hier einmal ganz herzlich danken für ihren herausragenden Einsatz. In unserem Verlag sind uns trotz der großen Widrigkeiten 3 sehr erfolgreiche Jahre mit guten Ergebnissen und neuen großen Projekten in ganz Deutschland gelungen. Vielleicht auch, weil wir Krise ein Stück weit als Chance gesehen haben. Und weil das so unser Naturell ist, haben wir auch das Mitmachen zum Programm erhoben und das erste Gipfelbuch herausgebracht. In unserer Premieren Tegernsee Summit Edition hat Deutschlands bester Zukunftsforscher Professor Reinhardt eine Studie gegen die German Angst verfasst. Und wir haben 44 von Ihnen, 44 Gipfelvordenker gebeten, uns ihre Zukunftsvision zu skizzieren. So viel sei verraten. Dieses Buch macht Mut. In unserem Land, so werden Sie spätestens nach dieser Lektüre wissen, fühlen sich nicht nur letzte Generationen wohl. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen und auch den vielen Tausenden an den Bildschirmen, uns jetzt die kommenden 2 Tage beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2023 inspirieren zu lassen. Also, der Gipfel ist eröffnet.